Moin liebe Wölfe, zur letzten Weekly Wolves in der Saison 2023-2024. Und wir haben in dieser Ausgabe ein letztes Mal Obi zu Gast. Dann haben wir den Kapitän Max Arnold spricht mit uns. Und natürlich schauen wir auf die beiden Spiele gegen Mainz und gegen die SGS Essen. Alles rund um die Spieltage gibt's jetzt in der neuen Ausgabe und starten tun wir mit den Wölfinnen. Für unsere Pokalsiegerinnen geht es am letzten Spieltag gegen die SGS Essen. Für Essen geht es noch um den 4. Tabellenplatz und für die Wölfin um einen super Saisonabschluss. Was kann man dann von diesem Spiel wohl erwarten? Ich erwarte hoffentlich ganz viele Zuschauer, weil es für manche von uns einfach das letzte Spiel ist im Wölfe-Trikot. Und dann glaube ich, dass mit Essen ein guter Gegner auch kommt. Die stehen jetzt auf Platz 4, wollen vielleicht auch da bleiben. Deswegen glaube ich, dass es ein sehr interessantes Spiel werden kann. Das wird auf jeden Fall eine richtig emotionale Nummer am Montag im AOK-Stadion. Viele Spielerinnen werden verabschiedet und wir drücken natürlich die Daumen, dass Eva Pajo auch noch die Torjägerkanone klar macht. 4 Tore hat sie momentan Vorsprung, sieht also gut aus. Aber das eine oder andere darf sie zum Abschied natürlich auch noch gerne schießen. Und auch für Obi wird es eine extrem emotionale Nummer. Ja, das auf jeden Fall. Vor allem dann auch gegen den Verein, wo ich auch herkomme oder nach Wolfsburg gekommen bin, wird, glaube ich, sehr emotional werden. Aber ich glaube nicht nur bei mir, sondern bei vielen Mitspielerinnen auch, die den Verein verlassen werden. Deswegen sollte man sich das auch, glaube ich, auf keinen Fall entgehen lassen. Anstoß am Montag ist um 15.30 Uhr und nehmt euch auch nach dem Schlusspfiff noch Zeit. Da gibt es natürlich noch diverse Ehrenrunden und natürlich wird der Pokal euch nochmal präsentiert. Und im Bemoved geht es auch noch rund. Da werden sich die Wölfinnen ins Goldene Buch der Stadt Wolfsburg eintragen dürfen. Also feiert am besten den Feiertag mit unseren Wölfinnen. Und am Samstag geht es dann auch in der Volkswagen Arena rund 15:30 Uhr. VfL Wolfsburg gegen den ersten FSV Mainz 05. Und da wird es auch emotional, denn es wird das letzte Spiel nach 9 Jahren für unsere Nummer 1, Kunkas Thelz, sein. Mit dem haben wir uns unter der Woche zum großen Abschiedsinterview getroffen. Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall in der kommenden Woche schon freuen. Jetzt wollen wir uns aber erstmal unsere Gegner anschauen. Die Mainzer haben einen Lauf und für die geht es ums Überleben im Abstiegskampf. Also Gegnercheck für euch jetzt hier bei Wölfe TV. Ja, ich glaube, Mainz, für die geht es noch um was. Ich denke, die werden mit voller Kapelle kommen, auch mit vielen Fans. Also es wird nicht ganz so einfach. Nichtsdestotrotz wollen wir uns mit einer guten Leistung, vor allem auch mit einem guten Ergebnis aus der Saison verabschieden. Das ist das Einzige, was zählt. Und dann sollten wir im Sommer mal den Reset-Knopf drücken. Und danach ist erstmal Pause für uns alle und natürlich auch für unseren Kapitän Max Arnold. Was ich mich freue in der Sommerpause, ich glaube einfach mal die Zeit mit der Familie in Ruhe zu genießen, keine Termine zu haben, einfach mal nur Papa und Ehemann zu sein, ich glaube, da freue ich mich am meisten drauf. So Leute, und da habe ich sie alle mal aufgebaut. Die Spieltagstassen natürlich auch zum Doppelspieltag. Jetzt nochmal 2 Heimspiele, Wölfinnen und Wölfe gegen die SGS Essen und dann auch gegen den ersten FSV Mainz 05. 12,95 €, nach wie vor bei uns im Fanshop oder online. Also schlag zu. So liebe Wölfe, und das war's mit der Weekly. Für diese Saison sogar. Wir melden uns erst nächste Saison wieder, denn wir machen jetzt auch mit der Weekly Wolves zumindest Pause. Es gibt natürlich auch in der Pause allerhand Content bei uns auf dem Channel. Mann, so viele Tassen. Das ist echt cool. Hoffe, ihr habt auch einige zu Hause. Danke für eure Treue. Danke, dass ihr den Kanal abonniert habt. Und wenn noch nicht geschehen, klickt aufs Abonnieren. Und dann seid ihr hier immer auf dem neuesten Stand. Wir freuen uns schon auf die nächste Spielzeit. Die wird erfolgreich, da bin ich mir sicher. Danke fürs Zuschauen. Ich sage alles Gute für euch. Schönen Sommer. Bis bald. Euer Felix.